Okay, Leute, da bin ich wieder und ich habe mal geguckt, gerade schon offscreen kurz, weil ich wieder ehrlicherweise gefailt habe bei der Aufnahme. Manchmal brauche ich einfach zwei Anläufe, um wirklich hier flüssig reden zu können. Sonst kriege ich hier keinen geraden Satz gefühlt raus. Naja, aber jetzt scheint es wieder zu gehen. Ich weiß auch nicht, das ist so richtig merkwürdig teilweise. Aber wir haben ja letzte Woche schon festgestellt oder letzte Folge, dass mein Hirn teilweise ein bisschen komisch funktioniert. Also vor allem auch bei der Orientierung in der Welt hier, wie ich da manchmal einfach erst ewig mich quasi nicht zurechtgefunden habe und dann dadurch aber unterbewusst gelernt habe, wo was liegt, ne? Das ist irgendwie komisch, naja, aber okay. Das haben wir letzte Folge schon erörtert und heute möchte ich mal im Anschluss direkt jetzt noch in der gleichen Aufnahme noch gleich was ansprechen. Also ja, das kommt auf jeden Fall auch. Und vorher noch gucken, was jetzt hier noch in meinem Lager möglich ist. Also ich hatte ja eigentlich mal Holz gefarmt. Ich wundere mich schon, warum hier so wenig nur da ist. Aber ja, anscheinend habe ich das irgendwie schon verbraucht oder keine Ahnung. Ich nehme einfach mal das, was ich habe, jetzt mit. Und dann würde ich schon mal die Brücke anfangen. Das ist so mein Ziel. Wo habe ich denn Wolle und so? Da hatte ich doch, glaube ich, eine eigene Kiste, gell? Irgendwo hier hinten. Ah ja, genau. Da weiß ich es doch noch. Okay. Dann Gold und so. Das kann ja mal hoch in den Ofen. Da brennt ja der eine noch. Der ist irgendwie dauerhaft am Brennen durch den Bug. Wahrscheinlich, weil ich den Chunk in einer speziellen Sekunde verlassen habe. Und dann hat er nicht gecheckt, dass der eigentlich ausgehen müsste. Naja. So, jetzt habe ich ja irgendeine Kuh gehört. Alter, die hat mich voll erschreckt. Okay, ja. Den Sand lasse ich mal drin. Alter, der Hund erschreckt mich auch, ne? Das ist ja schlimm schon wieder. Okay. Egal. Ich laufe hier wieder mal nur hin und her, aber ich möchte halt ein bisschen Platz erstmal schaffen im Inventar. Das ist schon wichtig. Und ja, da könnte ich auch mal das Eisen stacken. Wo habe ich ein Lehm? Ey, das ist gar nicht so leicht, manchmal immer das ganze Zeug einzusammeln, ne? Oder einzusortieren. Aber ich will jetzt auch nicht. Ach, Lehm hatte ich glaube oben. Ich will jetzt hier nicht die ganze Folge dranhängen. Ja, Glas. Boah, ich glaube, ich tue einfach alles oben rein, ne? Und irgendwann mal am Ende von irgendeiner Folge, wo es dann nicht mehr so wichtig ist, da mache ich das dann und sortiere. Aber am Anfang von Folgen will ich eigentlich immer noch ein bisschen aktiver sein, so. Da will ich immer noch ein bisschen mehr bieten, mehr Inhalt. Und deswegen probiere ich das jetzt auch. Geh mal kurz schlafen, dann gehen wir direkt los, damit ich mal hier einen Entwurf machen kann, so langsam. Denn ich rede jetzt schon eine Weile davon, dass ich das endlich mal machen will und jetzt wird's aber auch wirklich mal Zeit. So, hier den Steg würde ich so lassen, wie er ist, denn der führt halt einfach nur in diesen kleinen See hier von der Halbinsel und da würde ich da hinten dann irgendwie mit der Brücke anfangen. Also zum Beispiel hier oben würde man eigentlich ganz gut starten. Hier habe ich mir eh schon immer sowas in der Art vorgestellt, also. Ja, jetzt hatte ich noch keine konkrete Vorstellung, aber könnte man auf jeden Fall machen. Eventuell so, dass man hier dann mit ganzen Blöcken, würde ich schon sagen, also jetzt nicht Slabs oder so, das Ganze aufzieht. Und ich weiß auch noch nicht. Da könnten vorne noch Treppen hin, ja, das wäre eine Idee. Und dann geht man halt hier dann so lang. Also ich fange jetzt einfach mal an, ne? Ich würde jetzt auch nicht überall noch ein Geländer machen oder sonst was. Ich mache einfach einen dreibreiten Weg. Und den führen wir dann bis sonst wohin. Da muss ich natürlich schauen, dass das hier alles passt da hinten. Und ja, ich möchte halt auch nicht so direkt überm Wasser. Also so ein paar Blöcke Abstand ist, denke ich, ganz gut. Und dann machen wir das mal. Ja, und ich wollte heute nochmal über meinen Prüfungszeitraum reden. Also wie ist das alles so gelaufen? Das wäre nochmal ganz interessant, denke ich, als Thema. Denn das habe ich noch nicht so wirklich angesprochen. Und da kann ich ja auch nochmal das ein oder andere reden. Also erstmal, ich habe ja dieses Semester keine richtigen Module gehabt, also neue Fächer oder so, sondern nur alte, die ich schreiben konnte. Und das war eben so das Ding, dass ich dieses Mal nicht so viele Prüfungen geschrieben habe. Sonst waren es ja immer so zwischen 6 und 9 Prüfungen oder sowas. Und jetzt waren es eben nur 3 dieses Semester, weil ich ja vorher die ganze Zeit Praktikum hatte. Obwohl man kann sagen 4, denn fürs Praktikum hatte ich ja auch noch einen Vortrag abzulegen. Und das kann man ja eigentlich auch so als Prüfung sehen. Ist halt eine andere Form. Und ja, warum nicht? Zählen wir das einfach nochmal mit. Also heute ich 4 Prüfungen. Okay. Und ja, insgesamt, als erstes hatte ich dieses Praktikum, den Vortrag. War auch ganz gut, dass ich es direkt am Anfang hatte. Da hatte ich es dann weg und konnte mich später dann aufs Lernen konzentrieren von den anderen. Obwohl ich vielleicht die Woche davor auch noch gebraucht hätte zum Lernen. Denn in dem einen Fach, hatte ich dann so ein paar Probleme. Aber dazu komme ich gleich. Erstmal
Ja, vielleicht, was war mit dem Vortrag? Also, ja, den habe ich halt ein bisschen zu lang gehalten, ne? Das war so mein Problem. Irgendwie habe ich da zu viel Inhalt reingepackt und hätte das aber viel, viel kürzer runterbrechen müssen, ne? Ja, ist halt teilweise blöd und zwar halt auch online, was ich aber eigentlich ganz gut fand, denn da ist man dann nicht so aufgeregt. Das nimmt schon mal einiges raus, so an hier Lampenfieber und sowas, ne? Ja, und keine Ahnung, also es lief eigentlich ganz gut so, ne? Trotz alledem und ich denke mal, das Wichtigste ist dann doch noch rübergekommen durch Nachfragen und sowas. Das hatten wir eh immer beim Vortrag und ja, mal sehen, ne? Also ich hoffe mal, dass das noch alles gut über die Bühne geht mit meinem Praktikum, weil ich da noch ein paar Sachen abgeben muss, formell jetzt, noch ein paar Dokumente und die habe ich noch nicht bekommen, die kriege ich noch von meiner Praktikumsstelle. Ja, und das zieht sich zurzeit noch ein bisschen. Ich hoffe mal, dass das jetzt bald demnächst so abgewickelt werden kann. Und dann werde ich mal sehen, ne, was die ganze Sache so sagt. Und sonst habe ich dann eben als nächste Prüfung noch eine, ja, geschrieben, die eigentlich relativ einfach ist. Die habe ich letztes Semester geschoben. Da habe ich also nicht mitgeschrieben, sondern jetzt erst. Und die war aber echt entspannt, so zum Lernen auch, muss ich sagen. Da habe ich jetzt intensiv angefangen, eine Woche vorher zu lernen. Vorher habe ich nur mal ganz selten irgendwie mir das angeguckt, ne? Das war auch ein Fach, wo wir eigentlich nur Selbststudium hatten. Also letztes Semester gab es da irgendwie auch keine richtige Vorlesung und nur so ein Fragen- und Antworten-Seminar jede Woche, wo man dann eben Fragen stellen konnte. Und deswegen habe ich dann gesagt, naja, da schiebe ich das direkt und lerne das einfach nächstes Semester, wenn ich sowieso dann einen Prüfungszeitraum habe, wo ich keine neuen Prüfungen schreibe. Und ja, letztes Semester hatte ich halt genug Prüfungen, deswegen es hat dann einfach nicht mehr so reingepasst. Und es ist aber jetzt auch alles gut gegangen, da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Und deswegen beschwere ich mich da nicht. Also ich muss sagen, das war eine gute Entscheidung von mir, ne, im Nachhinein. Vorher habe ich auch so ein paar Zweifel gehabt, ob das so gut war, weil es da noch ein paar Unklarheiten gab, ob das nicht ein anderer Dozent jetzt auf einmal macht, ne. Und dann haben wir wieder komplett anderen Stoff. Und den muss ich mir dann erst organisieren oder so. Aber nee, das wurde jetzt wieder alles umgeändert. Und ja, zum Glück ist es alles beim Alten geblieben. Ist nämlich schon ein Dozent, der eigentlich das ganz fair bewertet und eigentlich auch eine leichte Prüfung immer macht, ne? Und deswegen war ich da schon mal sehr zufrieden. Und ja, so, als nächstes hatten wir dann, oder hatte ich dann noch eine Klausur nachzuschreiben vom letzten Semester, wo ich durchgefallen war. Die war aber dieses Mal eigentlich ja relativ einfach, auch dadurch, dass es relativ ähnlich zur letzten war und ich bei der letzten auch zur Prüfungseinsicht nochmal war und die Musterlösung sehen konnte, ne? Ja, da gab es ein paar glückliche Fügungen, dass das dann einfach nochmal dran kam. Und man kann halt dann auch so ein Lösungsblatt mit reinnehmen, also nicht Lösungsblatt, sondern so eine Formelsammlung, die man sich selber schreibt. Und die kann man vorne und hinten beschreiben mit allem, was man will, also auch Theoriestoff und alles. Und da hatte ich halt glücklicherweise dann immer das Richtige draufstehen, ne? Und ja, deswegen habe ich da ein ganz gutes Gefühl, da habe ich aber noch keine Note. Bei der anderen, da hatte ich schon eine Note, da habe ich eine 2. Also, ja, ganz gut, ne? So. Und bei der dritten Prüfung, die lief dann nicht so gut, weil das war ein Fach, wo man nur auswendig lernen musste. Und ja, das hatte ich halt auch geschoben vom letzten Semester. War aber irgendwie nicht so leicht dann die Klausur, muss ich sagen. Gut, ich hatte jetzt auch nicht so viel gelernt, ne, weil ich da ja jetzt nicht so, keine Ahnung, im Stoff stehe. Oder ja, ich wollte halt einfach mal das so noch als dritte Prüfung schreiben, damit ich jetzt nicht hier, ja, keine Ahnung, am Ende mich ärgere, dass ich es nicht geschrieben habe, ne? Ja, aber es war jetzt auch nicht vielleicht unbedingt die beste Idee oder keine Ahnung. Ist aber eigentlich egal dieses Semester, weil es eh einen Freiversuch gibt durch Corona und deswegen kann man da auch, wenn man durchfällt, hat man keinen Versuch verloren dafür. Eigentlich hat man ja drei Prüfungsversuche und durch einen Corona-Freiversuch hat man sozusagen einen mehr. Für dieses Semester eben jetzt. Letztes Semester gab es das auch schon, das heißt, wenn man jetzt in beiden Semestern durchgefallen ist, ne, in diesen Corona-Semestern, dann hat man da quasi zwei Versuche mehr und insgesamt fünf statt drei jetzt schon. Wenn es halt nächstes Semester das nochmal gibt, hätte man dann sechs in dem Fach, wenn man jetzt schon
das zum dritten Mal schreibt, aber okay, das ist jetzt auch egal. Ich glaube, ich erkläre das schon wieder gerade so, dass keiner das versteht. Aber okay, ja, so. Aber ich bin eigentlich ganz gut weit gekommen jetzt schon. Na gut, das ist jetzt auch keine allzu, komplizierte Arbeit, ne? Aber, ja, schon mal ganz cool hier. Könnte natürlich auch die Landschaft verunstalten, ja, gebe ich zu. Aber ich hoffe mal, dass das klar geht. Und das mit der Karte können wir uns eigentlich auch nochmal vormerken, ne? Dass wir das nochmal angehen später. Aber ich weiß noch nicht wann. Soll ich das jetzt als nächstes machen oder erstmal die Brücke bauen? Weil dann hätten wir das auch gleich vielleicht eingezeichnet. Je nachdem, wie der Maßstab ist. Aber okay, das gucke ich mir dann an. Aber ja, das war es erstmal soweit vom Prüfungszeitraum. War halt relativ stressig trotzdem zu lernen. Aber naja, im Endeffekt ist es relativ gut gegangen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und tschüss.